Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier mit einem weiteren Build-Guide. Und zwar ist das ein Leak-Starter, also eines der besten Builds, die man spielen kann, um in einer komplett frischen Liga neu zu starten. Es ist ein Solo-Cellphone-Build, sprich man braucht gar keine Unique-Items, wie ihr seht, also gar nichts. Man braucht einfach nur das, was man auf der Straße quasi findet, reicht für das Build aus, um sehr, sehr, sehr weit schon im Spiel voranzukommen. Als ersten Charakter, um eben Currency zu farmen oder wenn ihr Solo-Cellphone spielt, bestimmte Items sich zusammen zu farmen, um danach als zweiten Charakter dann in dem entsprechenden stärkeren, overpowerten Charakter, der dann richtig ins Late Game reingeht, um zu, die Transition eben zu machen. Mir fiel gerade das deutsche Wort nicht ein. Also allgemein, kurz zu meinen Build Guides, ich verwende sehr viele englischsprachige Begriffe. Ich spiele das Spiel auch auf Englisch, das würde ich jedem empfehlen. Das wird in fast jedem Video wird das erwähnt. Ich verstehe nichts, was du sagst. Sprich mal Deutsch. Leider muss man sagen, in Path of Exile spielt fast jeder das Spiel auf Englisch, zumindest auf einem höheren Niveau, weil das Spiel so schnell sich immer wieder ändert, dass Neuheiten immer auf Englisch erst irgendwo auf Reddit oder so weiter stehen und dort immer englische Begriffe verwendet werden. Und wenn man da das Spiel auf Deutsch ist, findet man sehr, sehr viel schwieriger den Kontakt zu dieser Szene. Und ich würde auch euch empfehlen, wenn ihr nur ansatzweise Englisch versteht, spielt das Spiel auf Englisch und versucht das von Anfang an auf Englisch zu spielen, um einen besseren Zugang zu der Community haben, weil die meisten Build-Guides werdet ihr eben auf Englisch finden, zumindest die guten. Es gibt auch ein paar, die sind veraltet und naja, ich will gar nicht nichts mehr dazu sagen, aber ja, es empfiehlt sich nun mal ein paar Facts auf Englisch zu sprechen. Deswegen verwende ich auch sehr häufig die englischen Begriffe oder fast nur die englischen Begriffe. So, aber wollen wir sofort zum Charakter kommen. Also, es ist ein Bladestorm Gladiator. Und ja, so wie ihr das von mir kennt, ich zeige einfach nur das Prinzip des Charakters, wie er ungefähr ausschaut in den im Spiel. Man spielt, ja, man benutzt den Deep Slam, um sich fortzubewegen, und zwar relativ schnell. Man hat sehr viel Attack Speed, also Angriffsgeschwindigkeit. Ich versuche so viele deutsche Begriffe zu verwenden, wie ich kann, aber wie gesagt, das wird sich nicht vermeiden lassen. Also man stackt Attack Speed, Angriffsgeschwindigkeit, um sich sehr schnell fortzubewegen. Und pro Monstergruppe castet man eben beschwört seinen Bladestorm. Das ist der Melee-Skill, den man hier benutzt bei dem Bild. Und zwar ist der Hintergrund, das ist der stärkste Skill, um zu leveln. Und leveln meine ich jetzt wirklich so bis Level 90. Also das ist ein Level 90 Charakter, der ist in Hardcore gerade. Und den habe ich auch in Solo Cell von Hardcore quasi gespielt. Weil das, also schneller geht's halt nicht. Ihr könnt, es gibt noch ein paar andere Skills, die da einigermaßen mithalten können, aber so ein Mischmasch aus guten Boss-DPS und guten und vor allem sehr, sehr guten Clearspeed, das ist halt das, was ihr am Anfang braucht, weil ihr meistens ja erstmal euch hochfarmt, werdet ihr mit so ziemlich fast keinem anderen Charakter bekommen. Also ihr seht das auch, ich bin ja auch Racer und bei den, also quasi Wettkämpfen, bei den Wettkämpfen, wenn man Melee spielt, spielt man auch diesen Skill. Und fast auch immer diese eine Klasse, weil das eben zurzeit das Stärkste ist, was es eben auf dem Markt gibt. So, genau, so sieht das aus. Also der Hintergrund ist, man hat diesen Bladestorm, das ist, wenn man, und der hat so zwei Effekte. Man hat einmal diese Sandstance, also eine, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Stance. Da beschwört ihr einen Wirbelsturm, der euch schneller macht und dieser Wirbelsturm bewegt sich die ganze Zeit auch, also der fliegt auch von alleine zu den Gegnern hin. Oder ihr wechselt in die Bloodstance und dann habt ihr diesen Wirbelsturm, der auf einer Stelle steht und darüber mehr Schaden macht und auch mehr Schaden über Zeit macht. Und das ist halt für Bosse da und der ist halt für den, für normale Gegner da. So, zusätzlich, wenn ihr bei Bossen seid, platziert ihr ein Totem, also ihr beschwört dann euer, wie nennt ihr sich, Ancestor Warchief Totems. Und ich habe jetzt mit Val Double Strike hier noch drin, aber das würde ich euch vergessen. Das war eigentlich ein Fehler, weil Double Strike nehmen wir mal raus. Ganz ehrlich, das ist Blödsinn. Ich habe euch in eurem POB auch, ich habe das Chrome getestet. Vergesst das, was ich hier drin habe. Der POB-Link, den ich unten habe, das Programm POB, falls ihr das noch nicht kennt, auf meinem Channel sind auch POB. Erklärvideos da, wie man das benutzt. Das ist so ein Programm, mit dem man eben ja die meisten Build-Guides vorstellt. Und ja, dazu kommen wir gleich. Also das ist dieses Programm, das man...
das hier. Das ist dieses POB-Link, das, ja, darüber zeige ich euch das Bild gleich näher. Aber erstmal so, wie es in-game sieht. Genau, man hat diese zwei Stanzen, die man benutzt. Und die wechselt man mit Flesh and Stone oder es gibt so andere Auren, mit denen man das wechseln kann hin und her. Ist relativ einfach, ich habe es auf meiner Daumentaste und wechsle das eben mit einem Daumentaste, je nachdem, wie ich es gebrauchen habe. So, wie gesagt, Ancestor Warshift, noch hat man auch für den Boss DPS. Und sonst gibt es auch keine weitere Taste zu klicken. Er ist auch super einfach zu spielen, also man klickt quasi nur zwei Tasten, also einmal den Teleport, um sich fortzubewegen und einmal den Rechtsklick, um seinen Attack zu machen. Alles andere sind ja, quasi für Bosse aktiviert man dann noch zusätzlich diesen Totem und verflucht den Gegner, um mehr Schaden zu machen und das war's auch schon. Die anderen Sachen sind optional, die ich euch natürlich auch noch empfehle, weil man hat ein paar Gems noch frei. Aber ja, das sind die drei wichtigsten Sachen. Man hat nämlich noch weitere Sachen, sowas wie Defenses, wie Molten Shell oder Berserker, aber dazu kommen wir gleich noch. Das allererste, was ich euch zeigen möchte, ist, was spielt man denn jetzt eigentlich für eine Klasse? Das ist der Gladiator. Der Gladiator basiert darauf, dass man... er hat zwei Mechaniken, kann man fast schon sagen. Er hat einmal diese ganze Block-Sachen. Also man kann ihn auf maximale Blockshots skillen. Das bietet sich zum Beispiel an, später, nach Level 90, kann man nämlich eine Transition, also einen Umstieg des Charakters, kann man umbauen zu etwas stärkeren, nennt sich Lacerate Gladiator mit Max Block. Und mit dem könnt ihr dann auch richtig gute Bosse töten, der ist aber langsamer. Deswegen bietet sich das erst im späteren Spielverlauf an, wenn man erst diese Stärke braucht. Und ja, davor... geht man eher auf die zweite Sache des Gladiators, und zwar die Bleeding-Sachen. Und zwar hat er hier diese zwei Notes, die vor allem ja, die Klasse ausmachen. Blood in the Ice und vor allem Gracious Violence. Jeder Gegner, den ihr tötet, der Bleeding-Status auf sich hat, und ihr macht 100% Bleeding, der wird explodieren und macht Schaden zu 10% seines maximalen Lebens an all seine Verbündeten um ihn herum. Das heißt, wenn ihr einen Gegner tötet, explodiert auch meistens der komplette, ja, die komplette Gruppe der Gegner. Also das ist der Grund, warum der Charakter sogar mit den Castern mithalten kann und ja vor allem im Early Game ebenso stark ist, auch ohne bestimmten Farm. Diese Bleeding-Explosionen sind das Besondere. Das ist das eine. So, und das zweite, was ihr dann im nächsten, im dritten Labyrinth nehmt, beziehungsweise je nachdem, welche Reihenfolge, könnt auch das zuerst killen und das erst im zweiten, dritten. Also die Reihenfolge ist euch überlassen. Ich persönlich würde wahrscheinlich sogar Arena Challenges zuerst gehen und dann im zweiten, dritten Lab die zwei nehmen. Weil dann seid ihr im Early Game etwas stärker gegen Bosse und meistens hat man Probleme eher gegen Bosse und nicht gegen normale Monster. So, der Arena Challenger, der macht euch nämlich einfach stärker, schneller, also vor allem schneller macht er euch. Und ja, das ist vor allem ganz gut auch, um so schnell wie möglich diesen Leap Slam zu bekommen, der vor allem sehr auch schnell ist, um euch fortzubewegen. Also das, ihr als Melee-Charakter lauft ihr eigentlich nicht von A nach B, sondern ihr teleportiert euch die ganze Zeit mit diesem Leap Slam hin, weil er so schnell ist. Und das steigert sich mit diesen Arena Challenges. Im vierten Überlap geht ihr dann, wie gesagt, so langsam, den braucht ihr eigentlich gar nicht, der bringt euch gar nicht so viel, aber dann geht ihr so langsam in Richtung Pain Forgement und später zu Versatile Combat und nimmt Arena Challenger zum Beispiel raus, dann habt ihr die vier Sachen und geht in Richtung Lacerate, aber wie gesagt, das ist ein anderes Bild, das ich hier erstmal nicht vorstelle. Das ist eben eher so, naja, bis Level 90 dieses Bladestorm-Bild. So, und ja, alles Weitere, denke ich, werde ich euch im POB erklären, in dem Programm hier. Unten ist, wie gesagt, der Link zu dem Programm. So, so sieht der Skilltree aus. Im Skilltree habe ich euch hier unten, seht ihr auch die Leveling-Phase, die man verwendet. Also am Anfang geht man Richtung ja, Damage, Defense und so schnell wie möglich hier auf die linke Seite, also im meistens geht man erstmal hier rüber, skillt so ein bisschen hier den Schaden und dann so schnell wie möglich hier rüber, dann hier runter zu diesen Defense Notes und dann so schnell wie möglich hier rüber. Und zwar braucht ihr Resolute Technik so schnell wie möglich, dann werden eure Schläge nämlich immer treffen. Und diese Axe Notes, das sind die Stärken Damage Notes, die wollt ihr auch so schnell wie möglich haben. Wenn ihr die habt, dann skillt ihr alles andere, wie zum Beispiel das Impel könnt ihr dann anfangen rein zu skillen und hier runter zu gehen zu den Resistenzen und noch mehr Damage.
So, und dann in Richtung Level 70 skillt er dann ein bisschen um und investiert immer mehr in Leben. Also ich sollte vielleicht dazu sagen, ich spiele Hardcore-Liga. Das bedeutet, ich möchte auf 200% Leben kommen. Hier seid ihr dann schon mit Level 70 auf circa 154% Leben. Und skillt eben auf diese Seite, hier diese Seite. Irgendwann nehmt ihr, ganz wichtig, nehmt ihr die Mana-Flask raus und skillt hier diese zwei Punkte in Mana-Leech, um euren Mana, ja, aufrechtzuerhalten. Das ist quasi nötig. Und dann eben ganz am Schluss zu Level 90 habt ihr noch diese letzten Nodes, wo ihr noch mehr Leben geht. Ich habe jetzt 175%. Man könnte sogar noch etwas gehen. Man muss sagen, der Charakter war etwas kuschiger. Aber ja, das hat eigentlich schon ausgereicht. Zumindest bei mir hat es geklappt. Ich hatte niemals das Gefühl, dass ich zu schnell umfalle. Also ich meine, ich war Hardcore Level 90 geworden und das war nicht so schwierig eigentlich. Aber ja, man kann da noch mehr investieren in Defense. So, genau. Also wenn ihr Freunde von Zahlen seid, hier habe ich das so ein bisschen reingeschrieben. Also ich komme auf zum Moment bei Bossen ungefähr auf ja, zwischen 350 und 400.000 DPS, Shaper DPS in Bloodstained. Wahrscheinlich sogar etwas mehr, weil POB rechnet nicht den maximalen Effekt von Pride mit ein, sondern nur 20%. Also der Schaden ist sogar noch 20% ungefähr höher. Also ich würde schon sagen, so 400.000 Damage pro Sekunde kann der Charakter jetzt mit dieser schlechten Ausrüstung kommen. Kommen wir dann ganz schnell zu der Ausrüstung. Ich kann das euch ja vielleicht nochmal in-game kurz zeigen. Also die Ausrüstung ist im Endeffekt, das Wichtige ist, die versucht so schnell wie möglich einen Sixlink zu bekommen. Und zwar, die einfachste Methode ist immer einen gewalten Sixlink irgendwo zu kaufen oder zu finden. Also ihr läuft Wallgebiete ab und früher oder später droppen dort diese Sixlinks und ja, das ist meistens die erste Sache, die ihr findet. Natürlich könnt ihr auch eine Tabula Rasa verwenden, aber ja, ein Sixlink hat halt hier, der hier hat zum Beispiel noch 50 Leben und 28 Lightning Resistenzen. Und hat eben Stärke noch, also ein bisschen Armor dazu. Also sowas wollt ihr am Anfang eben haben. Danach sind die Waffen relativ wichtig. Die Waffen, das ist so. Meistens, also ganz am Anfang des Spiels, wenn ihr levelt, müsst ihr das Crafting-Rezept kennen. Und zwar, wenn ihr einen Gürtel verkauft, ich weiß gar nicht, kann ich, ja genau, doch, da kann ich es doch gerade zeigen. So, ihr verkauft nämlich eine Waffe. Kann ich das kurz hier zeigen? Genau, ihr verkauft eine Waffe, einen Rustic Stash und einen Blacksmith. Diese drei Sachen, also müsst ihr verkaufen und dann kriegt ihr eine Waffe mit Increased Physical Damage, die magisch ist. Und das reicht auch schon. Also das heißt, jede paar Level, das heißt Level 10, Level 20, Level 30, sagen wir mal jede 10 Level, macht ihr dieses Rezept hier, genau dieses Rezept, immer bloß mit der besten Waffe, die ihr findet. Um ja zwei von diesen Waffen euch herzustellen und die beim Leveln zu benutzen. Das verwendet ihr ungefähr bis Level 60, 70, bis ihr in Maps angekommen seid. Und wenn ihr in Maps angekommen seid, dann möchtet ihr einfach nur eine Waffe finden mit Physical Damage, die einfach euch Physical Damage gibt und Increased Physical Damage. Also diese zwei Stats sind wichtig. Das blaue, was ich da drauf gecraftet habe, und das normale, das ich gefunden habe. Oder sowas hier in der Richtung ist halt. Also ihr müsst was finden, was so ansatzweise eine Starterwaffe ist wie die hier. Die ist nicht sehr gut, aber für den Anfang vollkommen ausreichend. Also bis rote Maps, also gelbe Maps, weiße Maps und so weiter, schafft ihr damit ohne Probleme. Als Base, wie gesagt, eine Siege Axe nehmen und dann ja irgendwelche Stats und ab und zu noch was in der Crafting Bench hier, dieses Increased Physical Damage noch drauf machen. Der restliche Teil der Ausrüstung ist einfach nur Verteidigung. Ihr möchtet so viel Leben haben und so viele Resistenzen haben, wie es geht. Vor allem vergesst nicht, dass ihr auch Chaos-Resistenzen haben wollt, weil sonst fallt ihr sehr schnell bei vielen Gegnern um, wie in dem Tempel zum Beispiel, bei der Alva. Und sonst, ja, nichts Besonderes, wirklich. Also der Charakter spielt sich fast von selbst, was die Ausrüstung zusammenbauen geht. Das sind die zwei wichtigen Sachen. Wie gesagt, die Waffen sind bei Melees, ja, entscheidend. Ich erwähne immer sehr, sehr gerne die Flasks, weil die Flasks sind das, was die meisten Leute falsch machen, wenn sie umfallen. Also wenn mich Leute anschreiben, ich sterbe zu häufig, was kann ich besser machen, dann schaue ich mir immer sofort seine Flask, die Flaschen an und meistens ist das der Grund, warum sie sterben. Und zwar ist im POB, in PoE, in Path of Exile, die Flask das, was euch am meisten Defense gibt. Und wenn ihr die nicht benutzt, dann sterbt ihr. Und zwar müsst ihr immer die anhaben. Wenn ihr Monster tötet, müssen die alle vier Defense Flask oder allgemein Utility Flask an sein.
Und was müsst ihr haben? Ihr müsst immer versuchen, eine, zumindest in der jetzigen Meta, eine Granite Flask haben, die Iron Skin hat, also dass eure Increased Armor nochmal verdoppelt wird. Also hier nicht ganz verdoppelt, 71% habe ich hier. Und ja, das ist quasi das Wichtige. Dann habt ihr eine im Normalfall immer auch eine Quicksilver Flask und eine Instant Life Flask. Und das war's. Die drei sind die wichtigen. Der Rest ist, sage ich mal, optional. Könnt ihr auch was anderes nehmen, aber ja. Das, was ihr nur zusätzlich noch braucht, ist immer einmal eine Anti-Bleeding Flask, einmal, wie gesagt, eine Increased Armor Flask, dann eine Anti-Shock, Anti-Curse und Anti-Freeze. Also diese Suffixe, die müsst ihr auch alle fünf am besten haben. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also ich benutze sie auf fast jedem Charakter. Das Einzige, was man vielleicht in Anführungsstrichen weglassen könnte, meiner Meinung nach, ist Schock manchmal. Aber ganz ehrlich, vergesst, was ich sage. Versucht das hier immer zu bekommen. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. So, und wenn ihr der Hintergrund, warum ihr eine Granite Flask verwendet, ist das hier. Weil Molten Shell. Wenn ihr eure Granite Flask zieht, also ihr könnt das an meinem Armorwert sehen, im Moment habe ich 3000, also 4000 Armor ungefähr, ne? Wenn ich die Granite Flask ziehe, habe ich sofort 16.000 Armor. Und dadurch erhöht sich mein Molten Shell, mein normaler, von jetzt gerade nichts, von 1200 Schild, also ihr kriegt so ein Schild, jedes Mal, wenn ihr in eine Monstergruppe reinläuft, wollt ihr diese Taste aktiviert haben. Und wenn ich meine Granite Flask anziehe, habe ich einen 3790er Schild. Und mein Walmolten Shell, das ist eigentlich fast schon das Wichtigere, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie fit ihr seid, um abzuschätzen, wann ihr Schaden bekommt oder nicht. Molten Shell hat halt eine ganz kurze Cooldown, aber ich lade mal kurz den Walmolten Shell auf, um euch zu demonstrieren, wie wichtig das ist. So, jetzt haben wir den aufgeladen. Jetzt klicke ich den mal. Walmolten Shell, 11,7000er Schild obendrauf. Das bedeutet, wenn ihr beim, und die hält auch so fast 10 Sekunden. Das heißt, wenn ihr bei einem Bossfight seid oder bei einem gefährlichen Content wie Alva oder sonst was, aktiviert ihr die Valmolten Shell und ihr seid relativ sicher und werdet auch in Hardcore nicht sterben. Also ihr könnt euch relativ stark auf diese Mechanik zwischen, diese Interaktion zwischen Granite Flask mit Iron Skin und Valmolten Shell verlassen. Das baut man im Moment fast auf jedem Charakter und das rettet euch ja quasi das Leben. So, als nächstes wäre, ja, mehr muss man glaube ich nicht erzählen. Also, genau, zu der Ausrüstung will ich auch gar nicht mehr sagen. So, gehen wir ganz kurz nochmal in POB rein. So, in POB können wir nämlich auf die Gems hier noch ein bisschen eingehen. Und zwar würde ich euch empfehlen, so zu spielen, wie ich das hier gebaut habe. Und zwar habt ihr euren Bladestorm zusammengelinkt mit Rage. Einen Moment. So, Entschuldigung, für die kurze Unterbrechung. Also, ihr habt Bladestorm. Also das sind quasi die sechs Links. Bladestorm, Rage, Close Combat, Fortify, Brutality, MP. Ich würde am Anfang Rage, Close Combat und ja, das ist schwierig. Wahrscheinlich Brutality erstmal, das als Vierlink benutzen. Irgendwann noch dazu nehmen Impel und erst als Sechslink wahrscheinlich, Quatsch, also Fünflink ist entweder Brutality oder Impel, ist je nachdem. Und Sechslink wäre dann wahrscheinlich Fortify. Aber wie gesagt, alle sechs Links sind relativ wichtig. Rage benutzen zum Beispiel nicht alle. Also die meisten benutzen diese vier. Und die Rage machen einige Leute anders. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, weil man Rage sehr relativ schnell aufbauen kann. Das ist so eine Mechanik, die man aufbaut. Und je länger der Fight geht, desto stärker wird man. Und hat natürlich ein Cap von, ich glaube, 50 Stacks oder so. Aber ja, bei dem Charakter lohnt sich Rage sehr stark, weil man die ganze Zeit etwas angreift. Durch den Bladestorm, der ja von alleine wandert und die Gegner sucht. Deswegen bei Bladestorm bin ich der festen Überzeugung, Rage ist Pflicht. Close Combat, wie gesagt, ist der größte Damage-Multiplikator mit Brutality zusammen. Durch Fortify kriegt ihr auch außerdem noch die Defense, der 25% mehr Defense, die ihr außerdem noch durch den Skilltree hier verbessert.
Und das letzte ist die Impale-Mechanik. Impale will ich jetzt nicht ganz zu sehr drauf eingehen. Ich kann euch aber nur sagen, im jetzigen Patch, also zumindest zu Zeitpunkt 3.10, ist Impale, wenn man Physical Damage spielt, quasi Pflicht. Das Ding verdoppelt eure Damage. Deswegen wollt ihr das so früh wie möglich haben. Ich versuche das spätestens im Blattwerk-Gelübde, also in Akt 8, diese Notes und diese Notes zu bekommen und auf Impel zu gehen, weil früher oder später werdet ihr einfach merken, wenn ihr kein Impel habt, werdet ihr nicht genug Schaden haben. Punkt. Euren Movement Skill, Leap Slam, kombiniert ihr mit Faster Attacks und Blood Magic, um eben nicht euer Mana zu verbrauchen, sondern eben Leben. Und Leben habt ihr ohne Probleme. Solange ihr noch am Anfang keinen 5 Link oder 4 Link habt oder 6 Link oder 5 Link habt, dann habt ihr ja kein Fortify. Deswegen würde man mit Leap Slam mit Fortify spielen und zum Beispiel erstmal kein Endurance Charge on Melee Stun haben oder kein Blood Magic, dann eben mit einer Mana Flask spielen, ne? Müsst ihr eben immer wieder abwägen, wie weit ihr in eurem Content seid. Also am Anfang erstmal Leap Slam mit faster Attack Support und Fortify haben als 3 Link zum Beispiel, das sind die drei wichtigen, und Bladestorm eben kein Fortify haben und zum Beispiel 5 Link haben. Ne? Und wenn ihr dann später Fortify als 6 Link habt, könnt ihr Leap Slam noch stärker machen, indem ihr euch Endurance Charges holt. So, dann habt ihr noch Blood Rage drin für euren Frenzy Charges, ganz wichtig, um mehr Leech zu haben. Und Berserker ist etwas, was ich benutze nochmal für Bossfights, könnt ihr aber auch weglassen. Also müsst ihr nicht benutzen, ich persönlich finde den sehr gut, um nochmal beim Boss 30 Sekunden stärker zu werden, sowohl in Defense als auch Offensive. Dann habt ihr noch ein Punishment Curse, ganz wichtig, um den Gegner noch schwächer zu machen bei Bossen. Wie gesagt, euer hier, das ist das Boss-Setup. Ancestor Worship, Brutality, Melee Physical Damage und Concentrated Effect, das ist normalerweise euer richtiger Vier. Und dann habt ihr noch ein paar Auren, und zwar Flesh and Stone für mehr Defense beim Wave Clearen oder mehr Offensive, wie gesagt beim Bossfight. Pride, mehr Damage, Dreadbanner, Impale, mehr Damage, wird gelinkt mit, das hier ist übrigens auch wichtig, ihr braucht Maim hier drin, gelinkt mit Flesh and Stone. Also die vier linkt man zusammen, weil das synergiert. Das sieht zwar komisch aus, aber das funktioniert, ihr kriegt dann durch den Maim hier mehr Schaden. Also ihr kriegt hier wirklich mehr Schaden, das seht ihr an POB. Das, ja, das funktioniert. Könnt ihr mir das glauben. Und dann als letztes, wie gesagt, nochmal den Valmolten Shell als Defense. Und zusätzlich, das macht, benutzt ihr aber nur, wenn ihr Endurance Charge on Melee Stun habt. Dann habt ihr noch diesen Cast Wound Damage Taken und Immortal Call. Ist nochmal eine zusätzliche Defense, um euren Charakter noch tankiger zu machen. Sehr mächtig, sehr gut, würde ich euch empfehlen. So, das könnt ihr einfach 1 zu 1 kopieren von mir. Ja, das war's, denke ich auch. Ja, ich denke auch. Vielleicht noch kurz als Zusammenfassung zu dem Charakter. Also, wie gesagt, der Charakter ist dafür da, um in Solo Selfond als neuer League Starter zu fungieren. Wenn ihr das erste Mal Solo Selfond spielt oder sogar Solo Selfond Hardcore, ja, der ist sehr tanky, sehr stabil und ihr wollt weit kommen. Ihr wollt Currency aufbauen, ihr wollt ja, euch ins Spiel finden und ihr wollt unbedingt einen Melee-Charakter spielen, dann ist das die erste Wahl, die ich euch im Moment zumindest in 3.10 empfehlen würde. Punkt. Und vor allem auch für Anfänger, weil der nicht sehr schwer zu spielen ist, sondern ja, man muss nicht auf so viele also Dinge achten, man kommt gut voran, man muss quasi nur die Distanz wechseln. Und der macht sehr Spaß, also ist sehr, sehr spaßig zu spielen, wirklich. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, schreibt mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich hoffe, Englisch-Deutsch, ne, ist immer ein Problem, aber sonst ja. Haut rein, bleibt sauber. Ciao, ciao.